Guckt euch mal das Talon an, Alla. Ziemlich sexy, ne? Genauso sexy wie... Skinbaron. Ihr wisst schon, Skins kaufen, verkaufen, deutscher Markt, die Pipapo. Guckt mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Was mit dem Talon abgeht, erkläre ich euch jetzt. Aber erst gehen wir rüber zum Arms Race. Wir sind übrigens auf einem dritten Account, da können wir direkt ein bisschen gucken. Non-Prime, haben wir im Arms Race möglicherweise Hacker oder nicht? Und die Runde ist schon fast fertig. Na gut, die müssen wir jetzt machen. Dieses wunderschöne Talon, mit dem man rumwedeln kann, gibt es ab heute im Livestream als extra Geschenk obendrauf. Es ist so wie das Huntsman Knife von letztens an ein Sub-Ziel geknüpft. Sobald wir die 250 Subs geknackt haben, geht das raus. Auf Twitch könnt ihr immer gucken, wie viele Subs wir schon haben oder wo wir gerade aktuell stehen. Ich werde ständig deswegen gefragt, obwohl es neben meiner Facecam steht. Immer. Weiß nicht, wie blind man sein kann. Naja. Und sobald wir die 250 dann voll haben, geht das Teil dann, wie gesagt, raus. Das wird eine ziemlich leckere Geschichte. Das letzte war auch schon richtig edel. Und der Gewinner vom Huntsman freut sich, denke ich, heute noch, oder, Patamek? Ich glaube, er hat es auch letztens umgenannt in der Dummbabla oder sowas. Und die Schrotflinte, die man eben gesehen hat, gibt es übrigens heute auch im Giveaway. Leute, jetzt macht doch mal fertig. Weißt du, die haben einen riesen Vorsprung, aber kriegen den Deckel nicht drauf hier. Ich will endlich die nächste Runde starten, um mal zu gewinnen. Also, wer dieses Knife haben will, kommt einfach in die Livestreams. Die Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und wer an den Giveaways teilnehmen möchte, die im Livestream stattfinden, macht eben genau dasselbe. In den Stream kommt, denn nur da gibt es diese Giveaways. So, jetzt schön von vorne. Man gewinnt nicht mehr, verstehst du? So, Kinder, jetzt gucken wir mal, wo der Hammer hängt. Ne? Die P90 hier auf YouTube ist ja auch bald rum. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, noch eine Woche oder zwei. Dann wird das Giveaway aufgelöst und dann kommt das nächste nach. Und nach diesem Knife gibt es übrigens das hier. Wie schmecke ich, weiß. Und während ich diese Runde jetzt mache, hoffentlich von Erfolg gekrönt, sage ich noch kurz ein, zwei Sätze zu den Livestreams. Und zwar haben wir erstens dreimal die Woche streamen, die Zeiten habe ich ja eben gesagt. Zweitens haben wir im Livestream einen Bot, der mitzählt, wie lange ihr guckt, ne? Wie lange ihr schon den Stream schaut und der euch dann auf diese Zeit auch eine Stream-Währung zuteilt. Das sind die Bubble Dollar. Mit dieser Währung nimmt man an den Giveaways teil und so weiter. Die braucht man eben, ja, um an den Giveaways teilzunehmen, Viewer Games und so weiter und so fort. Die kommen von ganz alleine. Wenn ihr den Stream schaut, bekommt ihr einfach welche. Also die kommen komplett kostenlos rein. Ihr bekommt zwar schneller welche, wenn ihr auch aktiv im Chat seid. Und ihr bekommt noch schneller welche, wenn ihr auch Abonnent seid des Streams. Aber eben auch komplett kostenlos, sage ich mal, kriegt man diese Bubble Dollar von alleine einfach rein, wenn man den Stream anhat. Wenn man die also sammeln oder farmen möchte, einfach den Stream anschalten. Und dann passt das. Hallo? Hallo? Weißt du, ich höre überall Schritte, aber sehe keinen. So, Leute, wo seid ihr denn alle hin? Hä? Ah. Es geht echt Schlag auf Schlag hier. Das ist die Schrotflinte, die es heute im Giveaway gibt. Bei den Giveaways ist es so, dass je mehr Bubble Dollar man hat, desto öfter kann man sie betreten. Also man kann 20 Mal in so ein Giveaway rein, um seine Chancen zu erhöhen. Natürlich kann man auch gewinnen, wenn man nur einmal drin ist. Das hatten wir auch schon oft genug. Aber man kann eben auch bis zu 20 Mal rein, wenn man genug Bubble Dollar hat. Und da man sie kostenlos sammelt, einfach über Aktivität, also über die Zeit, ist das natürlich dann irgendwann kein Problem in die Giveaways, wenn man oft da ist, immer 20 Mal rein entern zu können. Aber wie gesagt, wir haben auch schon oft genug Leute gehabt, die mit einer einzigen Enterung das Giveaway abgeräumt haben. Ihr könnt euch das wie eine Wahlurne vorstellen, in die euer Name reinkommt, zusammengeknödelt. Und da zieht dann am Schluss der Bot den Gewinner raus. Und wenn euer Name da 20 Mal drin steht, ist natürlich die Chance höher. Aber es reicht, einmal drin zu stehen, um gewinnen zu können. Ja. Durch diese Art werden natürlich die aktiven Spritzer belohnt. Aber man kann eben auch problemlos als Anfänger mitmachen. Und das ist halt, das ist uns halt ganz wichtig, dass man, nur wenn man gerade, oder was heißt als Anfänger, als Neuer, nur wenn man gerade neu in der Community ist, soll man ja trotzdem irgendwie nicht ausgeschlossen sein, sondern trotzdem mitmachen können. Einen trotzdem war eben zu viel. Ja, komm, ich hole das noch, oder? Hole ich es noch? Ich krieg die ganze Zeit Erfolge. Ich bin auf meinem dritten Account, da habe ich noch fast keine Erfolge. Come on, no! Nice shot, man, please! Also ich habe einen dicken Vorsprung, theoretisch können wir sagen, ich habe gewonnen. Aber manchmal schaffe ich das Knife nicht und dann verliere ich doch, also nicht lachen, bitte. Oh no, please! Ich bin unsichtbar, hör auf! Ach, scheiße. Ich war gar nicht unsichtbar. In dem Moment können dann die ganzen Clubs aufholen. Ich meine, die Knife, man braucht einfach nur einen lucky Moment, dass einer gerade vor dir wegläuft und dich nicht sieht. Nein, nicht mit mir, du Pimmel. So, den Moment brauche ich jetzt einfach. Bam! Easy! Was übrigens noch ganz wichtig ist, dieses Knife wurde gespendet von der Community. Von Serum Whatever. Vielen Dank, Bro. Richtig, richtig nice von dir. Und das ist bei uns zum Glück keine Seltenheit. Diese Sachen, also oftmals eben auch Knives hier, das ist von Sir Yakuza, gehen eben von der Community an mich über, um sie dann wiederum zu verschenken. An die, die halt noch kein Knife haben oder noch keine Skins und so weiter und so fort. Ne? Die eben mitmachen möchten. Die Dummbabbler sind halt eine harte Gönner-Community. Da freue ich mich auch extrem drüber, weil nur deswegen kann ich eben auch so oft diese Giveaways machen. Natürlich sind auch immer wieder Skins von Skinbaron dabei, unserem Partner. Ihr habt den vorhin ja gesehen.
Dennoch ist der Bärenanteil der Giveaways eben über die Community gestützt. Also wenn man mal den Main-Account anschaut, die ganzen Knives, Handschuhe und so weiter, das ist alles von euch. Darum nochmal vielen Dank an die Community und im Speziellen hier vielen Dank an Serum Whatever, denn von ihm ist dieses Knife. Falls sich noch jemand fragt, was ich mir daraus erhoffe, neben dem guten Gefühl, euch zu beschenken, ist natürlich, das verschleiere ich auch nicht, das Wachstum der Community. Ich freue mich immer, wenn wir mehr Leute auf YouTube und vor allem auch auf Twitch haben. Es macht Spaß mit euch, wir zocken rein und so weiter, machen Turniere und pipapo. Da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn wir halt auch einige sind oder mehr werden, wie auch immer. Also kommt in die Livestreams. Wir sehen uns jetzt ja gleich. Heute um 18 Uhr ist der nächste. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Haut da rein und bis gleich.